Was ist besser als ein Haus voller lüsterner Mädels? Richtig. Nichts. Und ganz genau deswegen, liebe Leute, spielen wir jetzt ein Game, was mir in letzter Zeit sehr oft hinter vorgehaltenen Händen empfohlen wurde. Der Abschleppsimulator. Oder wie man ein Arschloch ist. Aber irgendwer hat sich aus unerfindlichen Gründen dafür entschieden, das Game einfach Hausparty zu nennen. Du bist gerade auf einer Hausparty angekommen. Während du dich umsehst, stellst du fest, dass es ziemlich viele weibliche Anwesenheiten gibt. Und auch ein paar männliche Kontrahenten, die ziemlich schwach aussehen. Also kann das vielleicht deine Glücksnacht sein. Du solltest dich vielleicht erstmal Madison vorstellen, weil das ihre Party ist und, naja, du sie nicht wirklich kennst. Aber ja, du bist dieser Typ. Alles klar, liebe Leute, dann würde ich sagen, Äpfel raus, Big Daddy ist in der Haus. Alarm! Hallöchen. So, wer von euch Schätzchen ist ein Madison? Hm? Nee, du bist nicht Madison. Auch wenn du mich so anguckst, als wärst du's gerne. Geh mal hier rüber zu den Mädels, die scheinen irgendwie keinen Scheiß zu geben. Ja, sehr, sehr. Macht's gut, ne? Macht's gut. Finde ich auch. Ey, Patrick! Na, altes Haus? Was geht ab? Inspekt. Jeder hasst Patrick. Ich weiß nicht mal, warum er eingeladen wurde. Ja? Das ist auch kein Wunder bei diesem Hemd. Was hat denn der so zu sagen? I'm so drunk, bro. Boah, ich kann fast seinen Mundgeruch riechen. Wie kann ich dir helfen? Ja, mach's gut. Mach's gut, Mann, mach's gut. Ich versuche mal mein Glück mit den Mädels, die mich gerade eben verlassen haben. Verdammte Axt. Patrick, help. Na, Leute? Was ist denn mit dir? Bist du nicht eingeladen? Oh, das ist Madison, das ist deine Party. Mein Gott, du siehst aber ein bisschen traurig aus. Das ist Madison, das ist ihre Party. Ja, das, so viel weiß ich auch schon, hab ich schon mitbekommen. Danke, Spiel. Du solltest vielleicht kein Arsch sein, wenn du bleiben möchtest. Oh, ich werde garantiert. Ich Mühe geben. Do I know you? Ich weiß nicht, was letzte Nacht passiert ist, aber fangen wir einfach nochmal ganz von Neuem an. Ich glaube, du solltest mich ein bisschen besser kennenlernen. willst du mich lieben? Oder Raymond? Wie jeder andere? Wer ist fucking Raymond? Fuck Raymond. Ich check dich später aus, Mads. Okay, ich nehme mal das Erste. Das ist alles für dich. Oh, that's sweet. I'm Madison. Das ist this nicht is my süß. Party. Nice to meet you. Ja, hi. Und was machst du so? Hier rumsitzen und die Lampe anstarren? Das ist schon eine schöne Lampe, muss man sagen. Sehe ich irgendwie verdächtig aus oder warum guckst du so? Jetzt habe ich zu Madison gesprochen. Ey, Vin Diesel, na? Hast du auch mal wieder einen Job gekriegt? Ah, du nennst dich jetzt Frank, ja? Ja, ja, so sieht's aus. Frank ist ein Arschloch. Und ja, dem brennt schnell die Sicherung durch. Du solltest ihn lieber nicht anpissen. Könntest du es ja gerne mal versuchen, Schätzchen. How's it going, dude? Wait, you're not drunk, are you? ich hab doch gar nichts. Ich bin doch nicht betrunken. Nee, warum fragst du? Good. I'm straight edge. And I can't stand assholes who get drunk at parties. Oh, okay. I feel it's like my civic duty to beat the ever-loving shit out of anybody I see with a drink. Wir hatten den eingeladen, my Mann. My contribution helps make this world better. Okay, der trinkt nicht und der will jeden, der säuft, in die Schnauze schlagen. Also, das ist wirklich ein gern gesehener Gast. You must be really fun at parties. Aber macht das überhaupt Sinn, was du sagst, wenn du eigentlich auf einer Hausparty bist? Das ist eine interessante Frage. Okay, er sagt gar nichts zu. Vielleicht sollte ich mich jetzt lieber verpissen. Moment. Sind das etwa alkoholische Getränke, mein Freund? Was ist denn das, Frank? Hm? Was ist denn das? Ja, ja, guck's dir mal ganz genau an. Guck's dir ganz genau an. Oh. War das dein Schritt? Oh, das tut mir aber leid. Okay, vielleicht trinkt der Dude nicht, aber irgendwas anderes hat er sich eingeschmissen. So viel ist sicher. Und da wittere ich auf jeden Fall eine gehörige Portion Streusel von völlig überzogenem Selbstbewusstsein. Guten Tag. So, Catherine, sag mal, wie geht's denn dir eigentlich so? Ich kann mit dem hier alles grabben, oder? Guck mal, was ich hier für Schönes für dich habe. Ja, oh nee, das wäre jetzt die Stelle, wo du deinen Mund aufmachen sollst. Was ist denn das hier? Sag mal. Oh, okay, ich sollte vielleicht kein Arsch sein. So, inspizieren. Catherine ist ein Teil der coolen Clique. Sie ist schlau, sie hat einen Freund. Sollte ich überhaupt bei der Zeit verschwenden? Wow, ich fühle mich richtig schmutzig, mit diesem Gedanken an das Spiel ranzugehen. Aber das ist das Game, ja? Es bin nicht ich, nur zu meiner Verteidigung. Das macht Sachen mit mir, ganz komische. Und warum habe ich keine Hose an? So, Schätzchen, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Did you need something? Ob ich was brauche? Dich? Ich könnte einen Trink vertragen. Soll ich dir auch einholen? Oh, guck mich nicht so an, bitte. Ich werde schwach. Meine Knie sind schon ganz weich. Das ist nicht die richtige Art, ein Telefon zu benutzen. Aber das erkläre ich dir vielleicht später mal ganz privat. Ich glaube, das Wort brauchen ist außerhalb seines Zweckes verwendet worden.
Das ist keine gute Art, diese Konversation anzufangen. Wobei, es wurde mir ja gesagt, sie ist schlau. Okay, that was actually slightly philosophical. You might actually have a brain hiding there somewhere. Das war absolut nicht philosophisch. Ich war an der Uni, ja. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin auch schlau. Ich weiß, was intellektuell ist. Deine Brille beispielsweise. Ich habe festgestellt, dass du auf dein Telefon schaust. Ist alles okay? Yeah, it's my boyfriend. He's supposed to meet me here, but he's being a dick. Okay, ihr Freund soll sie hier treffen, aber er ist ein Arsch. Dein Freund ist ein Detektiv. Das ist ziemlich cool. Das hat sie nie gesagt. Wer würde jemals ein Arsch zu dir sein? Oh, oh nein. Oh, nee, 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 das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen, oder? That's actually kind of sweet. Was? I wish he felt the same way. Das ist überhaupt nicht süß. Arschloch 0, ich 1. Warte mal, das kannst du nicht sagen, Alter. Das waren Gedanken. Das waren Gedanken, oder? Oh, oh, ich mach das gut mit ihr. Ich bin auf dem guten Weg. Did you need something? Ja, yeah, ja, yeah, Friends. Oh, oh, die beiden gehen nach oben. Hm, soll ich dir vielleicht einen Drink holen, mein Süßer? You know what? I may take you up on that after all against my better judgment. My boyfriend is still being a dickwad. Wait, what? Stand das dann? Oh, doch, 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 doch. Okay, ja, ja, sie lässt sich drauf ein. Hm, wo gibt's denn einen Drink? Vielleicht hier? Oh, guck mal hier. Geht auch vielleicht so eine richtig schöne, trockene, salzige Salami, mein Liebes? Kann ich sie dir auch geben? Oh, sie könnte sie nehmen. Warte mal. Kann ich dir das geben? Möchtest du das? Hast du das jetzt genommen? Salami? Okay, sie will gerade nicht meine Salami. Da bin ich aber wirklich herzlich enttäuscht. Ist Mayonnaise okay? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Warte mal, Soda. Das vielleicht? Mal, Youth Wiz, kann ich das vielleicht kombinieren irgendwie? Mit einem Schnaps oder so? Ey, Moment, wo ist denn hier Philipp oder Frank oder wie heißt der? Oh, oh, hier. Take. Hey, asshole. I see you with that booze. You're dead. Oh, scheiße. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Get the wind, dieser Junge. Oh, nein. Nein. Fucking hell. Fucking hell. Oh, Gott. Oh, Gott, leck mich. Ich bin weg. Ich bin weg. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Hilfe. Hilfe. Was zum Teufel? Ey, ey. Oh, shit. No. Was? Wirklich? Und du bist immer noch auf der Party und wirst nicht rausgeschmissen? Okay, aber wahrscheinlich ist das der Weg, oder? Ich muss den nur irgendwie weglocken, dann diese Whiskyflasche schnappen und wahrscheinlich mit dieser Soda irgendwie kombinieren und schwupps. Betthäschen. Und nein, liebe Kinder, das ist nicht, wie das Leben funktioniert. Oder funktionieren sollte. Don't be that guy. Die Frage ist, wie kriege ich den jetzt davon weg? How's it going, dude? Staying away from the ja, alcohol? Ja, natürlich, natürlich. Ich habe gar nichts mit Alkohol zu tun. Ich habe vielleicht mal höchstens in dem Alkohol gestanden oder so. Ich habe 12 Shots gehabt. Solltest du vielleicht nicht erzählen. Hm. So, also sitzt du nur hier und beschützt den Alkohol, hä? I gathered it all up into this room, so it's nice and easy to keep watch of it. Oh, I'm just waiting for somebody to try something. Scheiße, 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 ja, ja. Ich hab das schon festgestellt, dein Lieber. Du hast dich selbst übertroffen, Frank. Vielleicht können wir ihm auch die Soda geben? Geht das eventuell? Wenn ich das hier nehme, take, und sie dann gebe, pass mal auf. Nicht die Salami, nicht die Salami. Frank will das jetzt nicht. Oh, Frank, ich bitte dich. Okay, Schätzchen, du musst kurz mal noch 45 Minuten warten, aber du hast eh gerade ein Kaugummi drin, wie ich sehe. Hey, Mats. Hey again. Hi. Are you lost? Ja, ja. Wo ist denn das Badezimmer? Sure. Go into the upstairs master bedroom and first door on your left. I actually left my phone in there somewhere. Could you be a doll and bring it to me? Du hast dein Telefon verloren. Klar. Oder du gehst 2 Schritte nach oben in dieses Badezimmer und holst es dir selber, aber ich will mal nicht so sein. Aus dem Weg, bitte. Ich habe geschäftliche Dinge zu erledigen. Wo ist denn das hier? Oh, hi. Na, wartest du auf jemanden, der die Gesellschaft leistet? Hier bin ich, in voller Pracht. Aber warte mal bitte, Schätzchen, ich habe hier einige... Oh, Master Bathroom, oder? Yes. Hier, hier ist das Telefon. Take. Stein im Brett, Stein im Brett. Pass auf, pass auf, pass auf. Give. Oh, ich muss der Salami widerstehen.
OMG, you found my phone. Thanks so much. Ja, kannst jetzt bitte aufhören. Hey, no sweat. Take it easy. Du kannst dir nicht leiden, oder? Warte mal. Müssen hey again. Rausfinden. Are you lost? Ja, yeah, völlig, völlig. Gibt's vielleicht eine Belohnung für dein Telefon? Vielleicht einen Kuss? Das kann ich nicht machen. Okay, dann. Hi, aren't you a bold one? Yeah, I suppose you did sort of save the day. I'll tell you what. Help me play a prank on my sister, and there might be more than just a kiss waiting for you when we're done, if you catch my drift. Das funktioniert, Alter. Okay, ich soll ihrer Schwester einen Streich spielen und dann wartet auf mich vielleicht noch mehr als ein Kuss, Alter. Lass mich drüber nachdenken. Oder hell to the yeah, Mads. I'm your guy. Los okay, geht's. Okay, so natürlich. Here's the deal. I already accidentally spilled some beer all over Ashley. I locked my clothes away so she can't find something else to wear. My plan is to first get her to think her only option is to strip down and wash her clothes. Once we have her clothes in the washer, then we just need to force her out and parade her around naked to all of the party guests. Talk to Ashley and see if you can get her to trust you enough to take her clothes and wash them. Then figure out a way to get her out of wherever she decides to hide. Okay, sie hat Bier über sie gekippt und ich soll mit ihr Freundschaft schließen, mit ihrer Schwester und sie davon überzeugen, dass die einzige Option, dieses Spektakel hier durchzustehen, ist, dass sie sich vor mir auszieht, mir ihre Klamotten gibt, damit ich sie waschen kann und dann, keine Ahnung, soll sie irgendwie nackt durch die Wohnung rennen und alle sehen das und das ist dann furchtbar peinlich. Easy, ist in Ordnung. Humiliate Ashley. Ist in Ordnung. Wo seid ihr, ihr Süßen? Hi, grüß dich. Na, bist du so unzufrieden mit Windows? Ja, ich helfe dir später, Häschen. Ich muss mal ein paar andere Sachen hier auschecken. Moment. Also, Frank, Junge. Nee, das ist gar nicht Frank. Das ist wieder der Patrick. He is getting the booty, Alter. Hi, du bist Ashley, oder? Darf ich dich ein bisschen aufheitern vielleicht? Hi, I'm Ashley. I'm ja, Madison's sister. Nice to meet you. Es ist auch schön für mich, euch drei zu treffen. du bist Madison's Schwester. Ja, das hätte ich erraten. Du bist ziemlich viel heißer als sie. Das gibt's nicht, oder? Nee, ne? Oh, thanks. That's really sweet. Das ist überhaupt nicht süß, Alter. Das ist fürchterlich. Okay. Wir machen das gut. Hey again. How's it going? Durchatmen. Keine falsche Entscheidung. Bist du okay? Du siehst ein bisschen abgelenkt aus. Ich habe Frank gesehen, wie er deinen Arsch auscheckt. Oh, warte, das war ich? Soll ich diese Linie überschreiten? Soll ich es tun? Okay. Oh shit, das könnte ein bisschen zu weit gehen. Okay, los. Oh, stop it. You're funny. Okay. Sie mag mich, oder? Sie mag mich. Darf ich dir jetzt bitte bei einer Sache abgeben? Also ich sehe die Gemeinsamkeit zwischen dir und Madison. Bist du okay? Du bist ein bisschen abgelenkt. Oh, ich muss wohl schielen. Ich glaube, ich sehe dich zweimal. Och, nee. Ich glaube, wenn... Irgendwas ist mit ihrer Schwester, oder? Ich glaube, die will das nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen blöd für die. Okay, vielleicht sorry, kümmere ich mich erstmal um ihr Seelenleben. I don't think we know each other well enough to get into it. Okay, fuck. Hi. Na, wie mache ich das? Mache ich gut, oder? Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen blöd hier für uns alle. Oh, hi, Rachel. Na, wie geht's denn dir so? I don't believe we've met. I'm Rachel. Hi, ich bin der Seth. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Nice to meet you. Thanks. Nice to meet you too. Ja, das klappt doch. Das ist doch locker flockig hier, oder? Hey, how's it going? Geht's dir gut auf der Party? I was having an okay time until fucking Frank stole my thermos. He said it looked like something I could hide booze in it and that he was confiscating it. Oh Gott. Okay, Frank hat ihre Thermoskanne gestohlen oder so ein Scheiß. Oh, das tut mir aber wirklich leid. Lass mich mit ihm reden. Ich kann dieses Missverständnis klären. Aber Frank ist ein Arsch. Wir müssen das akzeptieren. Ich bin mir nicht sicher, wer hier gerade ein Arsch ist. Okay, ich löse das für dich. Amazing. No problem. I'm very appreciative. No sweat is beauty by say. Okay, Hunt for Red Thermos. In Ordnung. Frank, gib das dem Mäuschen mal bitte zurück. Hier haben wir auch rausgehen. Awesome. Krass. Aber hier auf einer einsamen Insel oder so ist ja noch viel geiler. Dann findet niemand die Leichen. Hey,
Ich unterbreche euer Gespräch ja nur ungern, aber ich muss mich mal bitte zwischendurch drängeln. Sorry, ich bin ja gerade unhöflich. Patrick! I'm so drunk, bruh. Warte mal, hat Frank das versteckt? Ah, Frank hat das konfisziert. Warte mal, nee, mit dir will ich nicht sprechen. Ich will mit dem anderen Typen sprechen. Ey, how's it gib going, mir die Thermoskanne. Dude? Staying away from the alcohol? Natürlich. Come on, Frank, stealing from girls? Das geht jetzt zu weit. Look, dude. If there's a chance there's alcohol in that there thermos, I need to take that very seriously. I can't check it myself because just the smell of alcohol makes me sick. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich könnte nachsehen für dich. Not for nothing, though, but I don't know you well enough. Maybe if you could prove to me that you could be trusted, I'll see what I can do. Oh, okay, okay, okay. Was kann ich denn für dich machen? Frank, I don't trust you. Quest started. Shit. Oh, hi. Na, wie geht's euch? Vielleicht kann ich ein Soda vor ihm trinken oder sowas in der Art. Aber ich habe Soda. Oder kann ihm das geben? Oder? Frank will das gerade nicht. Okay, du willst... Grinst mich nicht so an, Mann. Du willst meine Salami, ich weiß es. Fuck! Vielleicht kann ich ihm auch einen Kaffee bringen. Warte mal. Willst du das vielleicht? Das trinken doch unalkoholische Leute hier, oder? Fuck! Was willst du nun überhaupt? Neues Unterhemd? Nein! Also, was geht eigentlich mit dir und deiner Schwester ab, sag mal? Ever since I was young, she's always been pulling pranks okay, on me and embarrassing me. She just loves humiliating me, especially in front of her friends. One time she stole all of my clothes and towels while I was in the bathroom and I had to run out naked while we had a bunch of company die over. Hat das schon mal gemacht. It was awful. I wish just once I could watch her on the receiving end for a change. Oh, warte mal, ich kann die gegeneinander ausspielen, oder? Warte. Hey again, how's it going? Ich kann den Vergleich ziehen. Nee, das will die nicht hören. Ich hab dich verdoppelt gesehen. Shit, das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut, oder? Vielleicht das? I wish I had somebody else's foot to stick up your ass, because I'm afraid of... Okay, ja. Maul. Kann ich dir vielleicht mit deinem kleinen Problemchen helfen? Oh, hey, I don't believe we've met. I'm Brittany. Hi, Brittany. Da unten ist eine Party, weißt du? Oh, yeah, I know. Hast du es mitbekommen? I'm just... Well, it's kind of embarrassing. I just bought this new top and... Well, I've always been endowed with rather large... Well, you know, I'm just really self-conscious about it. I'm not sure okay. I can bring myself to go out there. Sie fühlt sich nicht wohl mit ihren übelsten Brüsten in dem neuen Top. Ist okay. Willst du mich verarschen? Das Top sieht super an dir aus. I didn't even notice your boobs. Okay. Es sieht großartig an dir aus, Schätzchen. Oh, thank you. That makes me feel a little better. Das glaube ich. Jederzeit. Hey again. How's it going? Du bist hier wieder alleine? I have a library card, so I can check... Was? But can I check you out anyway? Oh Gott! Nicht so eine ekelhaften Pickup-Lines, ey. Bist du wieder alleine? I know. I just can't bring myself to go out there. Maybe if there was a way I could be sure I wouldn't be the center of attention, I might be persuaded to come out. Aber wenn es einen Weg gibt, dass sie nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit ist. Okay, das ist interessant. Quest started. Breast Deformation. Die Version. Okay. Das heißt, ich muss diesen Streich mit Ashley spielen, damit sie nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit ist. Und so funktioniert es denn, oder? Ich gebe mir Mühe. Hey, how's your plan going? Nicht ganz so. Brittany wird da nicht rauskommen. I try to tell her that nobody cares about her stupid boobs. I mean, I know mine aren't as big as hers, but I go out all the time with half my cleavage on display, and you don't see me crying about it. She's a big baby. I heard she's a lesbian too, so you may not want to play the Good Samaritan card with her. It probably won't get you anywhere. Okay. Dann, das heißt, das muss ich machen mit dem. Hey, dude, was geht? I'm da kommst so du denn rein? Drunk, bro. Ja. Wie kann ich dir helfen? I've got a splitting headache, bruh. I could really use some aspirin. You don't happen to know where I could find some, do you? Oh, ja, ich finde dir dein fucking Aspirin, Mann. Oh ja, was kannst du How's dann it going, für mich tun? Bruh? Any luck finding painkillers? Nee, aber was hast da ist ein bisschen Booze unter dem Sofa im Wohnzimmer. Ist es? No way, bruh. Thanks for tipping me off to it. Frank's got it all on lockdown. Frank hat es sich schon geschnappt. Ist in Ordnung. Okay, dann kriege ich vielleicht die Flasche Wein von ihm, wenn ich ihm die Schmerztabletten besorge. Wo könnten denn Schmerztabletten sein? Die sind doch eigentlich auch im Badezimmer, oder? Oh, hier. Yes. Painkillers.
Frank, Patrick! Patrick! Wo bist du? Ja, hi, warte mal, ich habe das, was du brauchst. Give, Painkillers. Wow, you totally came through with the aspirin, brah. Thanks so much. Ja, bitteschön, gern geschehen. Bra is for life now. Let me know if you need anything. Ah, wenn ich irgendwas brauche, hey, ja. My main man, brah. Yeah, how's it going, man? Dude, Alter. Gibst du mir jetzt vielleicht dein Alkohol? Way, brah. Thanks for tipping me off to. Fuck! Frank's got it all on lockdown. Du solltest auf Frank aufpassen, ja, Frank, der will die Scheiße aus dem Leib prügeln. He doesn't scare me. In Ordnung. Okay, hast du jetzt irgendwas für mich oder habe ich nur quasi meine Sympathie mit dir ein bisschen verstärkt? Also, du kennst Madison. Me and Maddie are cousins. She'll never admit it though. Deswegen bist du eingeladen. Trotzdem interessant. It's fine though. I don't particularly like her either. But our parents are close and she gets a lot of shit if she excludes me. Whatever. I'm just here for the free booze. Wie trägst du überhaupt eine Flasche Wein mit dir rum, wenn Frank in der Nähe ist? Das ist die Frage. Every time I see Frank, I hide it down the front of my pants. I was here before Frank got here, and when he showed up and started scooping up all of the booze, I threw this baby down my pants. Okay, ich glaube nicht, dass ich was in meinen Mund stecken will, was vorher in deiner Hose war. Dankeschön. Ist in Ordnung. Okay. Es dauert immer noch ein bisschen, Schätzchen. Warte mal. Hey, how's our plan going? Ich habe Patrick gesehen, wie er was von deinem Scheiß in seine Hosen gesteckt hat. What? That fucking asshole. I'll be right back. Ja. Klär das mit ihm. Ich folge dir unauffällig. Mach ihn richtig zur Sau. Stell ihn richtig zur Rede. Ja. Das läuft nicht ganz nach Plan. Okay, liebe Leute, nachdem ich euch so viel Feingefühl und Boobies serviert habe, würde ich sagen, lassen wir es für diese Folge gut sein. Ich bin super gespannt, was noch passiert. Ich muss sagen, ich finde das Spiel super cool, super lustig gemacht und ich würde sagen, wir könnten da noch ein bisschen tiefer eindringen, wenn ihr versteht, was ich meine. Einige von euch kennen das ja schon und wissen wahrscheinlich schon, was passieren könnte. Ich möchte es gerne... Was macht der da? Oh, er scheint aber auch ein bisschen mehr Erfolg zu haben als ich. Vielleicht sollten wir auch einfach nicht mehr trinken. Vielleicht tut uns das ein bisschen gut. Auf jeden Fall lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und schreibt uns in die Comments, wenn ihr noch eine weitere Folge sehen wollt. Dann werde ich mal versuchen, hier ein bisschen die Katze aus dem Sack zu lassen, die sprichwörtliche. Und dann, ja, sehen wir uns dann demnächst. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann. Haut rein und ciao.